lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. So, was sagt denn das Gebiet hier? Das ist auch schon wieder so riesig, ne? Oh. Also nicht, aber ist das geil. Was haben wir hier? Da geht's schon in das Schloss rein. Wait, der Gegner da hinten sieht ein bisschen aus wie aus Bloodborne. Ist das überhaupt ein Gegner? Ich kann ihn nicht. Doch, ich kann ihn anvisieren. Okay. Okay. Let's go. Oh nein. Ach, das ist einfach ein Riese. Aber mit schönem Umhang. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was macht der? Wow. Oh. Au, au, au. Oh mein Gott, sieht der geil aus. Ich liebe ihn. Erstmal die ganzen kleinen Puppen. Hä? Ich habe R1 gedrückt. L1. Es ist so kacke manchmal. Ich habe L1 gedrückt, aber er macht die Attacke nicht. Und springt einfach nur vor den Gegner. Was ist das kacke? Schon in welchem Gebiet bist du überhaupt? Kann ich dir zeigen. Ich bin auf Mount Gelmir. Das ist links, nachdem man von Leonia hier hochkommt. Wir haben lange gebraucht, bis wir die Karte hier gefunden haben. Aber jetzt, wo wir die Karte gefunden haben, erkunden wir hier schön. Hier war übrigens der Boss. Super, super schöne Arena. Ja, gut, ne? Das ist aber auch ein Item, gut. Man darf den Double Jump mit dem Pferd leider nur machen, wenn man auch den normalen Jump gemacht hat mit dem Pferd. Was ein bisschen blöd ist. Aber ich verstehe, warum sie es reingemacht haben. Damit Leute sich nicht so einfach retten können, wenn sie fallen. Na, also hier kann ich jederzeit Double Jump machen, aber wenn ich jetzt mich nur fallen lasse, hier kann ich keinen zweiten Jump benutzen. Bevor wir euch besiegen, möchte ich dieses Item hier hinten. Es ist Goldene Rune 7. Sehr schön. Mal das hier rein. So von unserem Pferd. Oh, ich habe schon keinen Dingens mehr. Komm ran hier. Schön gelegt. So. Au. So macht man das. Nicht so, wie ich davor gemacht habe. Gib mir erstmal die Heilung. Die Heilung. Was haben wir denn hier für eine Nachricht von jemandem? Ich dachte, dies sei ein Feuerberg, aber ich spüre kaum etwas. Ist auch eine Person, die irgendwie zeigt? Nee.
Ich dachte, dies ist ein Feuerwerk, aber ich spüre kaum etwas. Könnte eventuell ein Hinweis sein für später? Spüre kaum etwas. Oder weil... Vielleicht ist es ein Hinweis, weil hier gerade ein Gegner mit Wahnsinn war, dass wir keinen Schaden bekommen von dem Feuer, während wir wahnsinnig sind. Wir können noch hier runter. Oder wir können halt hier rein. Rein oder runter. Rein. Wir gehen rein. Sieht so schön aus. Oh, sieht schön aus. Erstmal noch hier rumgucken, bevor wir reingehen. Das ist wieder so einer von den komischen Kotz-Brüdern gewesen. Muss man auch noch merken, wir müssen einmal in das Haus rein, wir müssen hier runter. Und wir müssen auch noch hier runter, wo uns Patches reingekickt hat. Klopf, klopf. Gott, die Musik. Das sieht direkt wieder so schön aus, ne? Boah, sieht das schön aus. Wo bist du jetzt gerade, Caster, in Elden Ring? Und was machst du? Und was für ein Bild hast du? Wahrscheinlich immer noch das gleiche mit den zwei Kummis, ne? In der Schattenburg. Schattenburg, Schattenburg. Sagt mir gar nichts. Was haben wir denn hier? Wir klopfen einmal. Oh, das ist ein sicheres Gebiet. Haus Vulkan. Okay, dann werde ich nichts erzählen. Danke, danke. Du kennst mich inzwischen zu gut. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Ist das cool? Wer ist denn da mit ihrem treuen Ritter? Und der Gnade rasten. Alle gleiche Bild, ich farme aber Schmiedesteine. Für den neuen Bild oder für deinen verbesserten momentanen Bild? Seid ihr hübsch? Oh, seid ihr hübsch? Oh, seid ihr hübsch. Oh, darf ich deinen Ritter töten? Ich möchte seine Rüstung, ich möchte sein Schwert, ich möchte alles, was er hat. Mal kurz euren Kronleuchter kaputt und eure Garderobe. Boah. Geil. Ich denke für ein Großschwert-Glaube-Bild. Nice. Glaube habe ich auch noch vor. Aber jetzt gerade laufen wir erstmal ein bisschen mit unserem Magie-Gedöns rum, bis wir neue Schmiedesteine haben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr verleitet, weil wir stellen uns ja sowieso schon gegen die zwei Finger mit Rani. Und warum dann nicht, ne? Warum dann nicht auch noch hier mithelfen, ne? Klingt gut. The drawing room is to use the key I handed. Hast du nichts zu sagen? Können wir mit deinem Ritter reden?
Mann. Boah, aber. Also das sieht halt. Das sieht echt krass aus. Also. Boah, ist dieses Spiel hübsch. Hier dürfen wir wieder kämpfen, ha? Warum dürfen wir hier kämpfen? Deswegen dürfen wir hier kämpfen. Oh, okay. True Inquisitor. Gisas Rat. Hat ihm einen Ratschlag gegeben, oder der? Och man, jetzt krieg ich so eine coole Waffe. Oh, die sieht so cool aus. Ein großes Eisenrad mit Klingen, die Haut und Fleisch fein säuberlich vom Knochen schälen. Dieses Folterinstrument stammt von Inquisitor Giza. Eine Drehung des Rades verursacht furchtbare Schmerzen und Blutverlust. Das Design wurde später für die berühmten Waffen der Eisernen Jungfern übernommen. Einzigartiges Talent, wirbelndes Rad. Das erinnert mich sehr an eine Bloodborne-Waffe auch. Da gab es auch so ein Rad als Waffe. Schlag mit dem Rad auf den Boden, um es maximal zu beschleunigen. Halten, damit sich das Rad weiterdreht. Kann beim Gehen eingesetzt werden, um die Waffe in Gegner zu rammen. Cool, 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 cool. Zeig mal, ob wir das zumindest ein bisschen drehen lassen können. Boah, ist das Ding groß. Das bestimmt verdammt geil für ein Blutungsbild. Man ihn löst 70 Blutverlust aus, bevor das überhaupt geupgradet ist. Das ist sehr krass. Und Schmiedestein 6. Mann. Jetzt möchte ich ein Bild damit machen. Nope. Nope. Das Feuer. Die haben guten Geschmack. Die haben guten Geschmack. Die Leute, die hier die Einrichtung gemacht haben. Okay. Oh. Keine geheime Wand. Auf der anderen Seite, ja, okay. Das auch testen. Ah, hier darf ich nicht mehr testen, genau. Okay. Warte, darf ich hier noch testen? Ja. Ist leider nix. Upp. Das war dann der obere Raum. Gucken wir mal hier rein. Tür ist blockiert. Schlüssel zum Zeichenraum benutzt. Parfümflasche. Oh, schon wieder eine. Cool. Mehr gibt es hier aber nicht, ne? Eine geheime Wand, in die man reinrollen muss, anstatt angreifen. Okay, 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 okay. Merken wir uns, dass es sowas auch gibt. Wir hatten hier sein Haustier in der Wand gelassen. Oder kann man generell alle versteckten Wände mit Rollen aufmachen? Das wäre ja cool. Triple Kill. Oh.
runter oder lass es mal hier lang. Boah, wie dunkel und cool alles hier ist. Ne? So. Die Musik ist hier auch komplett anders wie in den anderen Gebieten. Als in den anderen Gebieten, sorry. Oh, hallo. Kommst du runter? Kommt ihr runter? Es ist so cool, einfach eine Fernkampfattacke immer zu haben. Okay, da war der Sound kurz weg. Das ist... Willst du mich natzen? What?